Hallo, jetzt kommen wir mal wieder zur Technik-Ecke. Das heißt, heute Helle der Erklärbär. Ja? Ich möchte euch heute mal ein bisschen die Unterschiede erklären zwischen der Truma-Heizung und der alten Heizung und dann natürlich ein bisschen näher noch auf die alte Heizung eingehen. Wie bedient man eigentlich die alte Heizung? Denn mittlerweile fühle ich mich ziemlich fit, euch das vorführen zu können. Das hat lange gedauert. Wir haben ja das Wohnmobil schon einige Wochen. Aber mittlerweile habe ich ein ganz gutes Verständnis, meine ich zumindest. Der Unterschied zwischen einer Truma-Heizung und einer alten Heizung ist der, dass Truma nur die Luft erwärmt und dann gibt es überall so kleine runde Ausschnitte in dem Fahrzeug und das Thermostat misst, wann die Temperatur im Fahrzeug absinkt und dann wird warme Luft nachgeblasen. Hat den großen Vorteil, dass das Fahrzeug sehr schnell erwärmt ist. Wenn es kalt ist, man schaltet die ein und es geht relativ schnell, weil eben warme Luft zugeführt wird oder zuströmt. Hat aber den Nachteil, dass immer ein Luftwirbel im Raum ist und dass es kalt wird und dann wieder mit warmer Luft nachgeheizt wird. Angenehmer ist eine Warmluftheizung, wie man sie heute auch in unseren Wohnungen und in unseren Häusern kennt. Es heißt, es sind Konvektoren, da wird Wasser oder eine Flüssigkeit drinnen erhitzt. Dadurch strömt die Luft und erwärmte Luft steigt nach oben und so wird das Fahrzeug erwärmt. Diese Heizungsform, das ist die alte Warmluftheizung, Warmwasserheizung, die haben wir in unserem Fahrzeug verbaut und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Als erstes haben wir ein Fahrzeug mit 7,50 Meter. Das heißt, es bietet sich hier an, zwei Heizquellen zu haben. Im Schlafraum wollen wir es nicht so warm haben wie im Wohnraum. Und dafür hat man bei uns die Möglichkeit, dass man die Heizung hinten abstellen kann. Das sieht man hier an unserem Schrank. Hier ist also das Ventil. Das kann ich auf- und zudrehen. Im Moment ist alles warm. Das heißt, es war aufgedreht. Jetzt ist es zugedreht. Jetzt müsste normalerweise, dürfte jetzt keine Heizung mehr an sein in unserem Schlafbereich. Man sieht auch hier schon den Ausströmer von den Konvektoren hier unten. Man sieht hier einen Ausströmer unterhalb des Betts. Man sieht hier im Bad einen Ausströmer. So, hier hat man auch noch einen Ausströmer. Und dann auch noch beim Fahrersitz. Hier kann man auch den Konvektor gut sehen und an der Beifahrerseite haben wir ebenfalls einen Ausströmer. Es gibt zwei Möglichkeiten, die alte Heizung zu bedienen, und zwar einmal durch das Bedienpanel, was standardmäßig überall dabei ist. Und darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, eine Fernbedienung einbauen zu lassen. Da kostet die App kostet nichts, aber das Modul, was eingebaut werden muss, ich glaube, kostet um die 300 Euro. Wir haben uns entschieden, dass wir das nicht benötigen. Wir bedienen die Heizung ausschließlich bei unserem Fahrzeug. Und hier ist das Bedienpanel. So, und das sieht man jetzt. Hier schaltet man die Heizung ein. Man sieht hier die Innentemperatur, wobei wir drei Temperaturfühler haben. Standardmäßig steckt der Temperaturfühler hier in dem Panel und wir haben uns zwei Temperaturfühler zusätzlich einbauen lassen. Und zwar einen im Wohnraum, der sitzt hier, und einen zweiten im Schlafraum, der sitzt hier. So können wir die Heizung getrennt steuern. So, das ist jetzt unser Temperaturfühler im Wohnraum, über den wir die Heizung hauptsächlich steuern. Was wir allerdings beim Einbau dieses Temperaturfühlers wieder nicht bedacht haben, ist, dass im Wohnmobil ganz extrem der Unterschied besteht zwischen der Bodenwärme und der, ja, ich sag mal, 1,50 Meter Höhewärme. Weil eben die warme Luft nach oben steigt und das merkt man im Wohnmobil besonders. Das heißt, man kann im Stuhl sitzen und schon leicht frösteln und steht man auf, dann ist es oben relativ warm. Deswegen haben wir jetzt unser Kontrollthermometer schon etwas niedriger gehängt
und wir hätten auch den Fühler etwas tiefer hängen sollen. Aber gut, jetzt ist er so und das ist auch in Ordnung. Man muss eben das nur berücksichtigen, dass wenn der 20 oder 22 Grad anzeigt, dass es dann unter Umständen unterhalb noch ein bisschen frisch ist. Das kann man regulieren. So, hier haben wir das Bedienpanel und hier bei diesem Schalter schaltet man ein. Hier haben wir zur Kontrolle noch die Außentemperaturanzeige. Da sieht man jetzt, das sind 5 Grad. Innentemperatur haben wir 17 Grad und heute ist Dienstag und es ist 10.28 Uhr. Dann geht man auf die Menütaste und hier kann man einstellen, wie warm man das Fahrzeug haben möchte. 19 Grad, 20 Grad. Hier kann man das Wasser einschalten, wobei man, wenn man das nicht einschaltet, dann hat man auch warmes Wasser. Nur beim Duschen empfiehlt es sich, wenigstens einen Balken mit einzuschalten, damit genügend Wasser im Boiler vorhanden ist und auch gleich nachgeheizt wird. Man kann dann, je nachdem, wo man steht, die Heizung mit Gas betreiben oder mit Strom. Jetzt hängt das Fahrzeug im Moment an Strom und zwar mit 2 Kilowatt. Man kann aber auch 3 Kilowatt einschalten oder nur 1 Kilowatt, je nachdem, wie die Stromanlage gesichert ist. Also wenn wir auf einem Stellplatz stehen, an dem Strom pauschal für 1 Euro oder für 2 Euro angeboten wird, dann betreiben wir die Heizung nachts immer mit Strom, bietet sich ja an. Und wenn wir alleine stehen, dann natürlich mit Gas. Jetzt sind wir zu Hause und haben ein Stromkabel ans Fahrzeug angeschlossen und somit betreiben wir das auch mit Strom. So, dann geht es hier weiter mit den Einstellungen und hier kann ich eine Nachtabsenkung durchführen. Das heißt, ich lasse einfach die Heizung laufen, tagsüber auf 20 Grad und sage dann in der Nacht, sollte es jeden Tag um 22 Uhr oder um 20 Uhr, wir haben das nicht aktiviert, bis um 6 Uhr auf 18 Grad oder auf 16 Grad reduziert werden. Es soll hier kein Warmwasser produziert werden und ich kann es hier im Schlafbereich sogar noch etwas kälter stellen. Wir haben diese Funktion noch nicht ausgetestet, weil wir nachts die Heizung komplett immer ausgeschaltet haben. So, dann haben wir noch einen Tagesmodus, den haben wir auch noch nicht ausgetestet, also den kenne ich mich nicht sonderlich aus. Hier gibt es noch die Prioritäten-Taste, das heißt, was hat Priorität, Strom oder Gas? Ich habe es jetzt auf Strom gestellt, aber das ist eigentlich irrelevant, es sei denn, man stellt beides an, dass man Gas und Strom anstellt und dann nimmt er zuerst den Strom, andernfalls das Gas. Ja, wir haben es auf Strom, aber es ist immer nur eins von beiden an. Hier haben wir die Hintergrundbeleuchtung, das ist also nicht relevant. Da haben wir die verschiedenen Raumfühler, also ich kann umschalten zwischen Schlafzimmer, Panel, das ist also dann da drinnen, oder dann automatisch oder dann dieser Wohnraumfühler. Aber den haben wir auf eigene Kosten doch zusätzlich einbauen lassen. Ja. So, hier kann man die Uhrzeit einstellen. Und das ist die Einstellung für die Duo-Control, die wir haben von Truma. Das ist die. Aber man brauchte so die Auskunft von Alte hier nicht zu aktivieren. Ich weiß nicht warum, aber es ist offensichtlich so. Da haben wir Lüftergeschwindigkeit, das heißt, dieser Lüfter verursacht den Luftstrom, der durch die Konfektoren geht und dadurch wird dann das Fahrzeug, umso schneller der Lüfter läuft, umso schneller wird das Fahrzeug auch erwärmt. Da haben wir hier die Motorheizung, das heißt, ich kann die auf On drücken und dann wird 60 Minuten lang der Motor, kommt das Warmwasser oder die warme Flüssigkeit in den Motor, damit ein Kaltstart vermieden wird. Wir haben das regelmäßig gemacht, aber ich muss sagen, zwischen der Motorwärme vorher und nachher habe ich dann beim Start keinen Unterschied gemerkt. Die war trotzdem auf Null. Kann sein, dass es etwas wärmer gewesen ist, aber dramatisch hat sich das nicht ausgewirkt, aus meiner Laiensicht. So, dann haben wir noch die Fußbodenheizung, die bei uns kontinuierlich an ist. Man kann die auch ausschalten, auf Zeit machen, 120 Minuten. Wir machen sie kontinuierlich an, weil die eigentlich sehr angenehm ist. Irgendwo im Boden läuft eine Heizschlange und da läuft die Flüssigkeit durch und die gibt eben die Wärme in den Fußbodenbereich ab, was wir als angenehm empfinden
ohne genau feststellen zu können, wo die Schlange genau läuft. So, da haben wir noch. Hier haben wir noch die Schalttemperatur. Das heißt, da kann man, falls der Fühler nicht exakt die richtige Wärme anzeigt, kann man den noch etwas korrigieren, dass man diese Skalenabweichung hier einstellt. Und das ist die Funktion, die wir am meisten benutzen. Das ist die Zeitsteuerung. Das heißt, abends, wenn wir schlafen gehen, dann schalten wir die Zeitsteuerung an. Wir sagen dann, sie soll wieder starten am nächsten Tag um 7 Uhr. Heute haben wir Dienstag, also würde ich sagen, das ist dann Mittwoch. Um 7 Uhr soll sie starten. Und Stoppzeit langt uns 8.40 Uhr, weil da fahren wir dann auch los. Allerdings auch am Mittwoch. So, und jetzt sieht man, das ist hier angeschaltet, wenn ich jetzt vorgehe. Na, dann sieht man da oben dieses Symbol und es erkennt, die Heizung ist jetzt aus. Sie läuft also jetzt über Zeitsteuerung und zwar erst morgen früh läuft sie wieder an. So, und das wollen wir natürlich jetzt nicht. So, deswegen schalte ich sie jetzt aus. So, und hier kann man noch die Pumpenstellung machen. Das heißt, die Pumpe, wie das Wasser im Kreislauf verteilt wird, das geht jetzt bei uns nach Temperatur, also Thermometer. Man kann sie auch auf permanent stellen, was allerdings nicht empfehlenswert ist, laut Auskunft Alte, denn egal wie warm es im Fahrzeug ist, die Pumpe läuft immer und wird natürlich auch entsprechend früher verschlissen. Also wir haben es auf Temperatur stehen, das ist auch die empfohlene Einstellung. So, da haben wir hier noch die Höhe über Normal Null, ausschließlich einzuschalten bei einer Höhe über 1000 Meter über Normal Null. Das muss also wegen dem Druck gemacht werden, weil einfach der Druck dann auf die Leitungen eben anders ist, als wenn man unter 1000 Meter ist. Wir waren noch nicht über 1000 Meter, aber das wird sicherlich öfters mal jemand vergessen, dass wenn man in die Berge fährt und auf 2000 Meter hochfährt, dass man das dann einschalten sollte. So, und hier kann man noch die installierten Dinge einschalten. Was wir auch noch haben, das ist ein Wärmetauscher. Und dieser Wärmetauscher hat nichts mit der Motorheizung laut Alte, so habe ich es mir auf der CMT erklären lassen, zu tun. Denn die Motorheizung, die wir da drinnen haben, die sorgt dafür, wenn ich sie einschalte, dass die warme Flüssigkeit, die in den Heizrohren im Wohnraum sind, dass diese warme Flüssigkeit in den Motor hineingelangt. Der Wärmetauscher hingegen sorgt dafür, dass die Wärme des Motors in das Fahrzeug hineingelangt. Und diesen Wärmetauscher kann ich offensichtlich nicht an diesem Panel bedienen. Da muss ein kleiner Hebel im Fahrzeug sein. Den habe ich allerdings noch nicht gefunden und den muss ich noch suchen. Den Wärmetauscher ist eingebaut. Es gibt aber viele Leute, die sagen, man sollte diesen Wärmetauscher nicht benutzen, denn der Motor benötigt die Wärme, damit er sparsam arbeitet. Ich als Nichttechniker kann das nicht beurteilen, wäre aber, wenn ihr da Erfahrungswerte oder Wissen habt darüber, dankbar, wenn ihr das vielleicht unten dann bei uns bei den Kommentaren reinschreiben würdet. So, das war eine Erklärung jetzt zur alten Heizung. Jeder, der diese Heizung hat, hat auch diese Bedienungsanleitung, die meines Erachtens in manchen Dingen nicht optimal, zumindest für mich als Laien, formuliert ist. Das heißt, selbst wenn man die Beschreibung durchliest, bleiben Fragen offen. Man hat bei Hümer zusätzlich dann auch die große Hümer-Beschreibung. Hier sieht man auch so einen Ausströmer von der Truma-Heizung. Ist also mehr auf Truma und auf Alte ausgerichtet. Aber auch hier bleiben Fragen offen. Mir hat man jetzt von der Firma Hümer noch zusätzliches Material zur Verfügung gestellt. Und dadurch bin ich etwas schlauer geworden. Zumindest so schlau, dass ich meine, euch das Ganze erklären zu können. Also schreibt unten rein, wenn Fragen offen sind.
Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das auch reinschreiben. Das würde mich dann freuen. Und dann weiß ich auch, auf was ich in Zukunft achten sollte, wenn ich sowas wieder mache. Ja, und ansonsten wünsche ich euch warme Tage in eurem Wohnmobil. Egal, ob ihr mit Truma beheizt oder eine Dieselheizung habt oder mit der alten Heizung. Und wir sehen uns dann bald wieder. Über Kommentare freuen wir uns wie immer. Ciao.